Dankeschön. Verlierten Applaus. Die Planix. Die Planix. Der liebe Ewald Reutler. Dass die Shuttlebusstation am oberen Wegrand, wo wir angekommen sind, die wird per jetzt wird sie runter verschoben zum Kabellen, damit der Abfluss besser läuft. Von der Müllergruppe AG aus Münchenstein herzlichen Dank. Und von links im ersten Überflug TWM Medue Avenger. Auch das ein klassischer Warbird, ein sogenannter Kriegsvogel. Bezeichnung Warbird als solches sagt genug aus über das Flugzeug. Die Avenger ist in der Schweiz immatrikuliert, ist in Lausanne stationiert. Wir nennen es wirklich liebevoll eben Jarvis Heavy. Jarvis Heavy, weil es halt wirklich ein schweres Flugzeug ist, das mächtige Ausmaße hat. Es hat bis in der Lage, seine schwere Torpedo unter dem Rumpf in der Kabine mitzuführen. Das Flugzeug hat eine Spannweite von fast 17 Metern, ist 5 Meter hoch bis zum Seitenleitwerk und ist in der Lage bis zu rund 440 Stunden Flug. Ich erinnere an die Grumman Hellcat, Grumman Tigercat, Grumman Bearcat, also die Familie der Katzen als Jagdflugzeug. Ja, ab 1941 hat man die von der USA nach dem Angriff auf Pearl Harbor sind insbesondere im Pazifik in Einsatz gekommen. Jarvis Heavy ist nach 1945 dann als Transportflugzeug umgebaut worden. Es ist möglich gewesen, mit der ursprünglichen Besatzung von 3 Personen das Flugzeug für insgesamt 6 Personen auszulegen als Transport- und Verbindungsflugzeug. Man hat den hinteren Kanonenturm ausgebaut. Jetzt sehr schön haben wir das Torpedo gesehen unter den Kasten. Man hat den Kanonenturm ausgebaut und man hat den Sitz dort drin montiert. In Europa ist Jarvis Heavy, unsere Schweizer Avenger, die einzige, die flugtauglich ist. Wo anlässlich von Anschluss auch gespannt wurde. Und wenn es auf einem Flugzeugträger damals stationiert war, hat man die Vögel auch mit Falt Palmeo Delta Bravo. Und restricted heisst, dass sie eben nicht mehr alles fliegen darf, was sie damals können fliegen. So, eine wunderschöne Landung mit diesen mächtigen Klappen. Die Landeklappen. Da sehen wir auch die Herkunft von dem Flugzeug, das auf Flugzeugträger im Einsatz ist. Und darum eben auch über die entsprechend dimensionierten Bremsklappe hätte ich verfügen aus der Romandie. Merci beaucoup, des amis de la Romandie. Merci beaucoup, pilote. Merci beaucoup, au mécano de nos amis de Lausanne.
Fokus, wenn sie halt recht stabile Flügel hatten. Der Motor von diesem Flugzeug hat damals etwa 220 PS gehabt. Man hat die dann aber modernisiert. Man ist hier auf eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km pro Stunde gekommen und hat nach heutigem Standard 4. Vielleicht noch zwei, drei Worte zum Wingwalken. Das ist also absolut überhaupt keine neue Trendsportart. Ja, lieber Christian, nein, du, wo du so gemagert hast. Problemlos, also das nächste Highlight von Rudi gibt es dort oben drauf. Wunderbar. Die Geschichte vom Wingwalken ist eigentlich so entstanden. Das hat schon recht früh angefangen, um ca. 1918 herum, wo sie in der amerikanischen Luftwaffe waren, wo fliegen. Sie haben dann technische Probleme schon und dürfen so ihr tägliches Brot verdienen. Thank you.
Hier die erste Stirbin im Anflug. Das Männchen ist eingestiegen zum Landen. Beim Start darf sie oben drauf sein, Landung darf sie nicht.